Feierwochen bei den Münchner Löwen 2024 noch ungeschlagen und jetzt das oberbayerische Derby gegen die Schanzer aus Ingolstadt für Michael Köllner. Rechts im Bild die Rückkehr zum alten Club. Über 3 Jahre war er der Löwendompteur, jetzt mal wieder im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße. Jetzt gehen wir rein in die Partie. 15 Minuten gespielt, die Löwen in Weiß und Blau mit Finn Lakenmacher. Ist doch unglaublich. Der trifft schon wieder. Sein 4. Saisontor ist heiß gelaufen in den letzten Wochen. Vorher profitieren die Löwen von einem Fehler von Seifert. Guttau auch momentan in Topform. Riesensteckpass. Aber was Lakenmacher da macht, ein Kontakt zur Annahme, der 2. streichelt den Ball rein. Er ist dann doch wieder eine richtige Nummer 9 für die Münchner Löwen. Und Ingolstadt zeigte sich in der Folge geschockt. Die Löwen kombinierten weiter und Lakenmacher, der hätte fast noch das 2. nachlegen müssen. Er trifft ja eigentlich immer und ausschließlich zu Hause in der letzten sowie in der aktuellen Saison. Aber hier auf den Spuren von Mario Gomez unterwegs. Die Ingolstädter dann nach einer guten halben Stunde natürlich mit dem Top-Torjäger der Liga, mit Yannick Mause. Er in den letzten Spielen gegen Dresden und Saarbrücken mit wichtigen Toren. Hier verfehlt er nur knapp. Und das hieß auch nach 45 Minuten. Die Löwenparty geht aktuell weiter mit großen Schritten raus aus der Abstiegszone. 2. Durchgang, wieder Weiß und Blau. Lakenmacher auf Guttau. Unter der Woche am Dienstag beim 2:0 im Nachholspiel gegen Essen hat er sehenswert getroffen. Hier hätte er fast ein Wiederholungstor gemacht. 53 Minuten gespielt. Die Schanzer eigentlich die beste Offensive der Liga, aber an diesem Sonntag harmlos. Testroth fehlte ja verletzt mit Fußverletzung. Sein Ersatz Gröning als Joker gegen Dynamo Dresden getroffen. In dieser Partie weitestgehend unbemerkt unterwegs. Und dann gab es ein riesen Lowlight aus Ingolstädter Sicht. Knappe Stunde gespielt. Was für ein Fehler von Funk. Ja, der Rückpass von Svetinovic könnte eher besser neben das Tor gespielt werden. Aber der Torwart von Ingolstadt weiß auch, das darf ihm nie und nimmer passieren. Ein Bärendienst und somit das 2:0 für die Münchner Löwen. Positiv aus Ingolstädter Sicht, die Schanzer gaben sich nicht auf. Wenige Minuten später Dittgen, der wurde eingewechselt. Der hat ja diesen feinen Fuß ans Aluminium. Aktuell die Aufstiegsplätze ja 5 Punkte entfernt. Also für Ingolstadt auch keine leichte Situation. Sie warfen alles rein und in der 70. kam es dann zu dieser Szene. Vrenetzi ganz lange an der Schulter von Kopacz unterwegs. Dr. Robin Braun, der Schiedsrichter, ließ sich Zeit, entschied aber dann auf Elfmeter. Das ist eine Sache für den Top-Torjäger. Mause in der 71. bezwingt er Hiller, sein 16. Saisontor. Und Hiller war ja zuvor 2 Spiele zu 0 unterwegs. Und auch an diesem stark geschossenen Elfer war er dran. Jetzt entwickelte sich eine richtige Crunch-Time. Die Schanzer spielerisch nicht wirklich überzeugend, aber sie jagten fast jeden zweiten Ball in den gegnerischen 16er. Wieder ist es Dittgen. Da waren wir schon tief drin in der 2. Hälfte. Und dann gab es nur noch ein Highlight und das kam von Weiß und Blau. 90 plus 1, Uru Takba, das große Talent mit dem Entscheidungstor. 3:1. Wieder sieht Funk nicht gut aus, aber gucken wir aufs Positive. Uru Takba in seinem 7. Einsatz, sein 2. Tor. Er ist unkonventionell, er ist jung, er ist dynamisch und er macht den Löwen Freude. Für Ingolstadt ein Tag zum Wegwerfen. Also ich glaube, dass wir uns heute selber geschlagen haben. Wir haben uns leider in so einem Spiel durfte keine bis wenig Fehler erlauben. Wir haben uns leider ein paar zu viel erlaubt, die sind dann gleich eiskalt bestraft haben. Es ist ein enges Spiel gewesen, sehr intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Wir haben 2:0 verpasst zu erzielen vor der Halbzeit. Hatten einen Lattenschuss vom Guti auch die Chance zum 2:0 kriegen, dann ein Geschenk zum 2:0.
Ja, und natürlich, wenn du ein Gegentor kriegst gegen so eine starke Mannschaft, musst du ein, zwei bange Momente natürlich überstehen, aber wir haben es in Summe sehr, sehr gut gemacht. Ja, und damit heißt es weiterhin nicht nur ungeschlagen im Jahr 24, sondern eben jetzt auch 8 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.